Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen. Endlich funktioniert CRISP wieder. Da gab es einen Bug und dann konnte ich das, war die Noise Cancelling war dann kaputt. Das wollte ich euch nicht antun, weil neben der Maus ist das Mikrofon zu gut. Man hört halt einfach viel und alles. Deswegen klare Stimme, aber die Sensei, ob wir sie ablenken können? Irgendwas muss man noch mit dem Altar machen können, oder? Das Bücherregal quillt völlig über mit Büchern in allen Größen und Formen. Ein Schatzort des Wissens. Aber wenn wir sie es öffnen. Ah, ja. Geh mal meditieren. Die Frage ist, können wir die Tür abschließen? Naja, wir nutzen es jetzt erstmal aus. Der Schlafende träumte. Ja. Beißender Frost. Ja, Mephistopheles. Verletzung. Ja. Ich glaube, das hängt mit ihr zusammen. Das heißt, man kann diese Einträge nur so lesen. Offenbar haben wir sowohl das zweite als auch das fünfte auch schon. Ach nee, wir haben das erste und das vierte. Nämlich, was suchte er und was ist er? Gut. Also, wer ist er? Was sucht er? Nee, woher kommt er, ne? Eigentlich von den äußeren Ebenen. Also, wer ist er? Er ist ein Planetar, ein Geschöpf des Guten. Bereite das nur schon mal vor. Ich habe irgendwie gerade Zweifel. Die Frage ist, ob wir außerhalb des Sanktums hier etwas finden werden, bevor. Wen suchte er? Die Wissende der Orte. Und es gibt auch noch die Wissende der Namen, oder? Die wahrscheinlich, also die Wissende der Orte wird uns sagen, wo die Wissende der Namen ist. Schätze ich einmal. Und dann werden wir den wahren Namen von Mephistopheles erfahren. Wir werden auch den wahren Namen von Aribeth erfahren und auch den von Valen, theoretisch. Und auch unseren. Können wir sprechen? Natürlich, Valen, was gibt es denn? Es könnte sein, dass wir bald sterben müssen. Deswegen möchte ich euch noch etwas sagen. Okay, woher diese Erkenntnis? Das ist wie, weiß ich nicht. Man macht gerade eine Party und dann kommt einer und sagt, ja, wir werden alle sterben. Ich möchte euch davor noch etwas sagen. Und du denkst dir, okay, wer hat das Essen vergiftet? Ich meine, ganz so ist es ja nicht, weil ich meine, die schweben ja schon in konstanter Gefahr. Valen, Aribeth und Benten. Und Athyra, die wir irgendwo in Dings gelagert haben. Naja, aber gut, Valen, was gibt's denn? Was reiben wir uns das Kinn, das unter einem Helm versteckt ist? Was denn? Ich wollte euch meine Bewunderung aussprechen. Was? Ich weiß, dass euch Halaster dazu zwang, uns zu helfen. Doch ihr habt viel mehr getan, als nötig gewesen wäre. Ich bin euch dankbar. Valen. Ich bin euch auch dankbar. Ihr habt immer alle Feinde ausgenockt, wenn meine Fäuste nicht ausgereicht haben. Danke, ich hätte euch auch geholfen, wenn es den Geas nicht gäbe. Es freut mich, dies zu hören. Ihr seid ein Held, wie ich noch keinem zuvor begegnet bin. Ich bin stolz, an eurer Seite zu kämpfen. Oh, Valen, das wärmt mein Herz. Valen, ich bin jetzt immun gegen Kälte. Dank eurer Worte. Das Spiel wird andere Pläne haben, aber wir können es uns einreden. Deutet lächelnd auf den Weg, der vor euch liegt. Wir sollten nun aufbrechen, denn es gilt für uns, eine Ebene zu erobern und es mit einem Erzteufel aufzunehmen. Der Sieg liegt nun nicht mehr in gar so weiter Ferne. Was ist das für ein Umschwung? Benten, bevor wir sterben, möchte ich euch noch etwas sagen. Ja, lasst uns gehen, wir müssen noch eine Ebene erobern. Ja. Ja, gut, ja. Herz freut mich.
Das hat nicht so lange angehalten, die herzerwärmenden Worte. So, ich möchte jetzt etwas ausprobieren. Wir haben diese Pilgerin. Und die Frage ist, ob wir diese Pilger eben löchern können. Vielleicht hat jeder dieser Pilger den Rest der Fragen, die wir hier auf dem Zettel haben. An eine Pilgerin steht noch im in der Kneipe. Vielleicht weiß Aribeth auch noch etwas, weil sie ja irgendwie angedeutet hat, sie hatte schon was mit der Sensei zu tun. Deswegen, naja. Ich suche Antworten auf das fünffache Mysterium. Dieser Mysterienmist? Spart euch die Mühe. Ich bin sicher, die Sensei hat alle diese Mysterien nur erfunden. Ich würde wetten, es gibt nicht einmal einen Schlafenden. Was soll das denn heißen? Wir haben all unsere Besitztümer verkauft, um uns diese Pilgerfahrt leisten zu können. Und ich weiß nicht mehr, wie ich diese Person gesprochen habe, eine Folge zuvor, weil es liegen einige Tage dazwischen. Die eine Folge musste ich jetzt schnell aufnehmen, weil sie nächste Woche kommt. Also wir haben jetzt gerade den 24.10. und am 28. kommt sie, deswegen habe ich sie schon aufgenommen. Und da habe ich ein bisschen was zusammengeschnitten wegen genau diesem Schurken, dem wir dann die Trompete abnehmen sollten. Naja, wir haben alle Limbus. Genau, und deswegen, ich weiß nicht mehr, wie ich die gesprochen habe. Keine Ahnung. Ich habe nämlich auch nicht damit gerechnet, mit ihr nochmal zu reden, sonst hätte ich vielleicht die Folge nochmal nachgeguckt. Aber nee, es ist alles sehr spontan. Die Quest hat uns hier hingeführt und die Quest, naja. Wir dürfen ihn nicht sehen, nicht bevor wir das fünffache Mysterium gelöst haben, sagt sie. Naja, ich habe das dritte Mal gelöst und die Lösung klingt wie aus einem Schundroman. Genau die Art von einem romantischen Schmu, den sich die Sensei einfallen lassen würde. Wieso romantisch? Was meint ihr damit? Valen ist schon wieder ganz unruhig. Es könnte ja noch in die extremere Richtung führen und etwas mit nackten Personen zu tun haben. Und ich glaube, Valen ist in seinem tiefsten Inneren sehr prüde. Warum ist er fortgegangen? Weil sein Herz keine Liebe erfahren hat. Völliger Blödsinn. Okay, wir müssen die Leute befragen. Das ist ja cool. Sie hat sich diesen ganzen Schlafenden mit der heißen Stricknadel zusammengesponnen, wenn ihr wisst, was ich meine, die heiße Stricknadel. Ja, weiter. Was viel schlimmer ist, sie hat sich in ihr eigenes Fantasiegeschöpf hoffnungslos verknallt, weil er keine Liebe empfangen konnte. Und die Sensei hofft wahrscheinlich, dass, wenn er dann die Augen aufschläft, dass es dann ist wie bei, Dornröschen ist das, ne? Vielleicht sollte sie mit einer Gartenschere zu ihm kommen. O Schlafender, die Rose des Eises habe ich für euch gepflückt. Aus der Kälte eures eigenen Herzens. Vielleicht sollte der Schlafende mit Valen reden. Valen hat so schöne, herzerwärmende Worte und dann friert man hier trotzdem nicht den Arsch ab. Das ist okay. Sein Herz keine Liebe empfangen konnte. Das wäre auch etwas, was ChatGPT sich ausdenken würde als Romanplot. Lebt wohl und vielen Dank für dieses erhellende Gespräch. Gut, das heißt, wir sprechen jetzt mal mit Aribeth. Um was geht es? Wir sollten uns unterhalten. Ich suche tatsächlich. Ja, ich könnte die Pause brauchen. Ich bin zwar ein Geist, aber es ist immer angenehm, eine kleine Pause einzulegen und sich zu unterhalten. Ich suche nach dem fünffachen Mysterium. Ihr standet zwar daneben und habt alles mit angehört. Wir können sie noch mehr fragen, aber das machen wir dann, wenn wir das Mysterium ganz gelöst haben. Dann gibt es das als Bonus, dass wir sie über Niewinter befragen. Wie ist es, ein Geist zu sein? Aber wir müssen eine Aribeth-Folge machen. Vielleicht nächstes Mal. Also nächste Folge. Jetzt sind wir versuchen, fokussiert zu bleiben. Es fällt mir zurzeit sehr schwer, weil
ich Dinge am Laufen habe und sehr viel sortieren muss und noch ein bisschen in der Diagnostik feststecke. Aber ja, wenigstens beim Spielen können wir das ja mal probieren. 16 Minuten? Ups. Ja, Leute, gut, Fokus. Pause. Fünffaches Mysterium. Ja, ich habe sie erfahren, als ich erstmals hier ankam. Die Antworten? Damals versuchte ich noch, die Bedeutung der Geschehnisse hier zu enträtseln. Ich fürchte, ich habe alle bis auf das Letzte vergessen. Na, immerhin. Es gibt ja noch mehr Leute hier, die uns helfen können. Und solange nur das Letzte, das fehlt uns nämlich auch noch. Doch an dieses werde ich mich wohl ewig erinnern. In dem Stein, wo er schläft. Bäh. Aribeth. Dieses Wo ist kein sehr schöner. In dem Stein, in dem er schläft. Vielleicht. Okay, in dem Stein, wo er schläft, ist die Antwort auf das fünfte Mysterium der Sensei eingraviert. Sie wird euch die Tore von Kania finden. Das wird stilistisch immer besser. Die Worte gehen mir nicht mehr aus dem Sinn. Selbst jetzt kann ich sie lo nicht loswerden. Okay. Gut, wir müssen zum Höllentief, Mief. Wäre die das, war glaube ich hier. Ja, genau. So, lass mal hier absteigen. So, Githyanki, griesgrämige Pilgerin. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Antwort. Ich suche nach Antworten auf das fünfte Mysterium. Wir hätten noch das zweite übrig. Da könnt ihr gerne was zu beisteuern. Ich wäre euch sehr dankbar. Sensei hat sich die Mysterien nur erfunden. Was soll das heißen? Wir haben unsere Besitztümer verkauft. Wieso romantisch? Ach so. Gut. Lebt wohl. Also, kriegsgrämige Pilger wissen anscheinend nur, was ist mit Ja. dir? Du redest erst gar nicht. Es gibt ja noch die Kategorie erschöpfter Minenarbeiter. Vielleicht wissen die was. Wie die meisten anderen Scheusale in der Stadt hat auch dieser Teufel das gebeugte Aussehen eines Schwerarbeiters. Ich will das fünffache Mysterium des Schlafenden ergründen. Ja, Schlaf, wenn ich den mal bekommen würde. Ich arbeite doch so viel. Bah, der Schlafende, ja? Das Wesen spuckt eine übel riechende Flüssigkeit auf den Bogen. Ihr müsst doch nicht gleich sowas machen. Der soll von mir aus verfaulen und verwesen und dann nochmal verfaulen. In den Höllen ist einfach kein Platz für einen Bast, für diesen Bast, so einen Bastard. Der muss arbeiten wie wir. Ich meine, der soll wieder zum Himmelsberg zurückkehren, in seinem verdammten Elysium. Angriff, sterbt jetzt, elendes Monster. Wo kann ich den wahren Namen des Schlafenden erfahren? Ach, Himmelsberg, woher kommt er, oder? So, gute Frau. Wir haben eine Inquiry gemacht. Eine Umfrage. Und da ist herausgekommen, wir kennen uns aus. Hallo? Guten Tag. Ihr seid hier willkommen. Ihr seid hier willkommen. Gut. Darvana, ich möchte das Mysterium des Schlafens lösen und ihn sehen. Jetzt! Nun gut. Na gut, dann wollen wir sehen, ob ihr bereit seid. Beantwortet meine Frage, Pilger. Ich glaube, ich werde sehr viel schneiden hier, weil ich hier so hin und her springe gedanklich. Ich will euch das nicht antun. Also kann sein, wenn die Folge nicht mehr 30 Minuten lang ist, sondern nur noch 15, dass ich ein bisschen geschnitten habe. Ein himmlischer Planetar. Direkt vom Mond. Ja, rechte Hand von Sailor Moon, ein Geschöpf des Guten. Ja, er ist eine reine Seele ohne ein Zeichen von Stolz oder Laster oder Vergeltung. Indem wir ihm folgen, folgen wir seiner Güte. Nun, dann antwortet mir, Pilger, von wo ist er gekommen? Gut, er stammt vom Himmelsberg, der sich auf der Ebene von Elysium befindet. Ist es immer die erste Antwort? So ist es. Das Elysium ist ein Ort der Schönheit, des Friedens und der Perfektion. Doch er hat ihm den Rücken gekehrt
um nie mehr dorthin zurückzukehren. Stattdessen hat er beschlossen, durch die Ebenen zu reisen. Nun, dann antwortet mir Pilger, warum hat er das getan? Ich glaube, wenn man den Questfortschritt nicht hat, man hat ja jedes Mal so eine Nachricht bekommen, drittes Ministerium, erstes und so weiter, ist Ministerium vor allem, Mysterium. Ich glaube, dann existiert die erste Antwort gar nicht. Dann hat man nur diese hier. Konnte Perfektion nicht aus. Die Saat des Bösen gediehen ihm. Und alle Plot-Sachen sind gut. Er wurde als Verräter. Das ist richtig gut. Eigentlich müsste man aus jedem dieser Mysteriums-Wahlmöglichkeiten ein Buch machen. Das hat alles Potenzial. Das Schöne begann ihn zu langweilen. Er suchte nach stattdessen das Schreckliche. Das ist so ein romantischer Ansatz. Die Schönheit, was war das nochmal? Die Ästhetik des Schrecklichen, glaube ich. Oder Absurden oder Bösen. Naja, sein Herz hat keine Liebe gekannt, deswegen zog er fort. Er wusste, dass wir ohne Leidenschaft nichts sind. Und deswegen reiste er zahlreiche Jahre auf der Suche nach der wahren Liebe. Seine Reise führte ihn hierher in die gefrorenen Wüsten von Kania. Nun, dann antwortet mir Pilger. Wen hat er gesucht? Eine Teufelin, die wegen ihrer Schönheit berühmt war. Mephistopheles, den Fürsten der acht Höllen, weil der kennt sich bekanntlich mit Liebe am besten aus. Oder er suchte euch, Sensei, weil er hoffte, von eurer Weisheit lernen zu können und auch aus Schönheit. Oder er suchte seine eigene Seele. Die Antworten sind alle gut, aber er suchte einfach die Wissende der Orte. Die Wissenden herrschten über diese Ebene, bevor sie von den Batezu zu ihrer Hölle gemacht wurde. In seiner Weisheit fragte der Schlafende einfach nur, wo er seine wahre Liebe finden würde. Nun, dann sprecht Pilger. Wie lautete die Antwort? Von wem wurde er gefunden, ist jetzt die Frage. Sie wird euch bei den Toren von Kania finden. Nirgendwo auf dem Himmelsberg, den ihr verlassen habt, das wäre auch richtig gut. Ich bin hier, sagte die Wissende, ist auch richtig gut. In eurem Herzen und nur dort ist auch richtig gut. Aber wir wissen, sie wird euch bei den Toren von Kania finden. So kehrte er hierher zu den Toren zurück. Er wusste, dass sie ihn finden würde. Müde von seinen langen Reisen schlief er ein. Das alles war vor langer, langer Zeit. Doch er wartet noch immer hier und träumt von seiner wahren Liebe. Die Frage ist, ist sie seine wahre Liebe? Ihr habt das fünffache Mysterium des Schlafenden gemeistert, Pilger. Wenn ihr seine Räumlichkeiten betretet, tragt diesen Kristall um den Hals. Er wird euch dabei helfen, seine Träume zu sehen. Vielen Dank. Wir können rein, Leute. Das ist ja cool. Aber wir werden hier natürlich die Folge beenden. Wir haben jetzt einen Kristall bekommen. Amulett der Sensei. Nur vom Träger benutzbar und natürlich. Wir können eigentlich das Amulett der natürlichen Rüstung nicht ablegen. Aber wir werden es trotzdem natürlich tun. Für den Fortschritt. Und die Wissenschaft. Und Bentons innere Träume. Gut. Ja. Nächste Folge. Gibt es eine kleine Aribeth-Session? Und wenn das nicht zu lange dauert, gucken wir uns natürlich den Schlafenden an. Aber es ist natürlich, wenn wir schon nackt sind, leider wird das Amulett nicht angezeigt. Wäre natürlich lustig gewesen, wir sind nackt und haben jetzt das Amulett nur. Wenn wir dann noch genug Zeit haben sollten, werden wir natürlich den Schlafenden direkt machen. Da gibt es gleich einen kleinen, wie heißt das denn? Eine Filler-Folge, ja, im Anime. Zwischen Staffel 1 und 2. Wenn die Mangas noch nicht rausgekommen sind, müssen wir ein paar Filler-Folgen einfügen. Und das werden wir jetzt auch machen. Bis dann. Lebt wohl. Und überfresst euch nicht an Kapern, okay? Was? Keine Kapern? Sie wollen ein Delikatessgeschäft sein? Dass ich nicht lache.
Ha 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 ha!